Die drei Spieler sind sehr bedeutend für Bayern München, sehr bedeutend für uns. Aber es ist manchmal medial so dargestellt, dass das alles so ganz easy mal vonstatten geht. Du sprichst mit dem Spieler, ja, wir verlängern jetzt, und der Spieler sagt, ja, okay, dann unterschreibe ich hier auf dem weißen Blatt Papier und dann geht's weiter. Also so Gespräche, da dreht man oft einige Runden mit Spielern, aber vor allem auch mit den Beratern hinten dran. Das sind drei gestandene Spieler, die wir brauchen und die uns gut tun natürlich und die auch über mehrere Jahre jetzt das Gesicht von Bayern München geprägt haben. Fakt ist, dass ich gerne mit Levi verlängern würde, ja, und wir als Club gerne mit Levi verlängern würden. Und das weiß Levi auch. Am Ende weiß ich aber auch, wie die Fußballbranche funktioniert. Und es gibt oder gab sicherlich die Situation auch bei Levi, glaube ich, schon einige Male vor meiner Amtszeit bei Bayern München. Und das irgendwann kommt es immer zu dieser Situation, dass einfach Verträge dann auch im nächsten Sommer oder in dem Fall im übernächsten Sommer auslaufen. Aber ich habe schon immer die Überzeugung, auch das Gefühl, dass die Spieler selbstbewusst genug sind, mit der Situation klarzukommen. Und ob jetzt da andere Namen kolportiert werden, geschrieben werden, kommentiert, jeder Experte hat seine Meinung. Es ist natürlich von außen immer etwas leichter zu bewerten und leichter zu beschreiben, wenn man dann am Tisch mitsitzt und die Gespräche mit den Spielern, mit den Beratern führt, dann ist das leider nicht ganz so leicht wie bei Monopoly, sich mal die Königsallee zu kaufen. Das ist schon ein bisschen schwieriger, auch wenn wir gerne die Königsspiele halten würden. Aber ich bin da ganz guter Dinge, dass uns das auch in Zukunft gelingt.